Hallo, schön, dass du hier bist beim heutigen Relaxer. Heute geht es darum, wie du diesen tiefen inneren Frieden finden kannst, den wir uns alle, auch wenn du vielleicht gerade denkst, mir geht es eigentlich ganz gut, aber wenn du es einmal erlebt hast, weißt du, wir sehnen uns alle danach. Und ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen und genau das ist dieses Format hier. Wer bin ich? Ganz kurz, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Peter Wehr, ich bin Psychologe, Autor, ich habe viele Bücher genau über das geschrieben. Und was wir machen, ist zusammen ganz entspannt lernen, wachsen und Dinge zu erkennen. Und heute wollen wir uns diesen inneren Frieden anschauen. Ich erzähle immer gerne am Anfang eine kleine Geschichte, die super dazu passt. Die heutige Geschichte geht um eine goldene Buddha-Statue, die über 300 Millionen Euro wert ist. Und zwar gab es in Thailand ein ganz altes, fast verlassenes Kloster, in dem eine ganz alte, aber eher unbedeutende, große Lehmstatue stand. Und diese Lehmstatue stand dort schon immer und die Mönche sind gekommen und gegangen, also immer neue Generationen an Mönche haben in diesem Waldkloster gelebt. Und irgendwann wurde dieses Kloster aufgelöst und umgezogen in ein größeres Kloster. Und die wollten diese alte Statue, die eigentlich schon immer dort steht, mit umziehen. Und dann haben sie diese Statue vorsichtig auf einem Podest gehoben und versucht, mit einem Kran anzuheben. Und als diese anheben wollten, haben sie gemerkt, dass diese Lehmschicht Risse bekam. Und sofort haben sie aufgehört, diese Lehmstatue mit diesem großen Kran, mit diesem großen Bagger anzuheben. Und die Mönche haben genau hingeschaut und gesagt, wie sie diese Lehmstatue betrachtet haben, da scheint etwas zu glänzen. Und sofort haben sie diesen Umzug abgebrochen, haben die Lehmstatue abgesetzt und haben angefangen, diese Lehmstatue Schicht für Schicht für Schicht abzutragen. Und was dahinter zum Vorschein kam, war eine mehrere Tonnen schwere Buddha-Statue aus purem Gold. Mönche aus den früheren Zeiten haben diese goldene Lehmstatue mit, also diese goldene Goldstatue mit Lehm bedeckt, um sie vor Plünderern zu schützen. Und dann über die Generationen wurde vergessen, dass unter diesem Lehm diese goldene Statue steckt. Und was hat das jetzt, diese Geschichte, mit deinem inneren Frieden zu tun? Ganz einfach. Der innere Frieden, nachdem wir uns in dieser so unglaublich hektisch gewordenen Gesellschaft mit so viel Herausforderung, mit so viel Ablenkung, mit so viel Smartphone, Fernsehen, ständigen Vergleichen, ständiger Hektik. Nach was wir uns alle sehen, ist dieser innere Frieden. Und dieser innere Frieden ist nicht etwas, das wir bekommen von außen. Dieser innere Frieden ist etwas, das wir tief in uns tragen. Der tief in uns immer da ist. Der nur... Und das ist das Spannende, das möchte ich dir erklären, nur überlagert ist von vielen, vielen Schichten. Die Schichten sind diese Prägungen in unserer Gesellschaft, die wir von eben der Gesellschaft, von unseren Eltern geprägt, konditioniert und sozialisiert bekommen haben. Diese Schichten sind Glaubenssätze, Vorstellungen, wie die Welt zu sein hat, wie wir sein sollten, wie wir funktionieren sollten, was wir leisten sollten, was wir darstellen sollten. Die ist dann weiter überlagert von dem all den Vergleichen, all diesem größer, schneller, weiter, irgendwo hinhetzen, auf der Suche nach irgendetwas. Überlagert von deinem Alltag, von diesen ganzen Problemen und Herausforderungen, deinen täglichen Ablenkungen. Und so sind dort Schicht für Schicht für Schicht für Schicht unter diesem inneren, tiefen, elementaren Frieden. Aber was wir erleben, ist eben dieses Obere. Diese oberen Schichten. Den Stress, die Hektik, die Unruhe, das Gehetztsein. Was wir lernen dürfen, und das ist im Grunde tatsächlich Meditation, und ich möchte auch heute darauf eingehen, diese Schichten Stück für Stück abzutragen. Stück für Stück für Stück. So wie die Mönche diese Lehmstatue befreit haben,
dass der goldene Kern darunter hervorkam. So dürfen wir bei uns Schicht für Schicht abtragen, anstatt es im Außen zu suchen. Und diese Schichten habe ich gerade schon mal so ganz grob skizziert und erklärt. Aber wo beginnen wir? Wir beginnen genau damit, mit dem, was du in deinem Leben erlebst. Das heißt, wenn du gerade Stress erlebst, wenn du gerade Unruhe erlebst, dann kannst du, statt den Stress im Außen zu kämpfen, zu bewältigen oder irgendwo hinzukommen, kannst du dich mal hinsetzen. Und im Erlauben zu sein, erlauben, dass dieser Stress da sein darf. Was dann passiert ist, dass wir es erstmal deutlicher wahrnehmen. Wir nehmen vielleicht Druck, Enge, Unruhe, ein Gribbeln, was du wahrnimmst. Und indem du das friedvoll sein lässt, trägst du diese Schicht langsam ab. Sobald wir etwas in unser Bewusstsein bringen, hat dein System die Möglichkeit, sich davon zu lösen. Und in der Meditation, und das ist schon Meditation, Meditation ist simpel, einfach. Und wenn wir dort dann dem weiter Raum geben, werden wir merken, dass wir Minute für Minute, Meditationssitzung für Meditationssitzung, immer tiefer kommen. Wir erkennen beispielsweise Gedanken, Glaubenssätze, Vorstellungen, die wir von der Welt haben. Es kommt, und davon spricht jede Weisheitslehre unserer Menschheitsgeschichte und auch jede wissenschaftliche, nicht jede, aber die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema Meditation, dann kommt es zu so einem sozusagen Purification-Prozess, zu so einem sogenannten Reinigungsprozess. Das heißt, all diese Dinge, die wir unbewusst in uns tragen, treten ans Licht des Bewusstseins. Das heißt, wir nehmen die wieder deutlicher wahr, wir nehmen die Prägungen wahr, wir nehmen die Konditionierung wahr, wir nehmen all diese Dinge wahr. Und indem du diese einfach da sein lässt, ohne darauf zu reagieren, sie einfach bewusst so sein lässt, tragst du sie ab und du kommst immer tiefer und immer tiefer zu deinem Wesenskern, zu dieser goldenen Buddha-Statue in dir. Und das ist Meditation. Es ist all das, was wir erleben, friedvoll, bewusst damit sein, ohne darauf zu reagieren, ohne zu hetzen, ohne gleich was zu tun, sondern einfach dem Erlauben zu sein. Und dieses Erlauben, dieses bewusste, friedvolle Betrachten von dem, was ist, trägt diese Schichten ab. Und wir befreien uns von dem Ballast, der eigentlich, und das ist das Spannende, nie deiner war. Du warst schon immer diese goldene Buddha-Statue, dieses unschuldige, liebende, wundervolle Wesen, wie kleine Kinder immer noch so sind, bevor sie diesen Prägungs- und Konditionierungs- und Sozialisierungsprozess durchlaufen sind. Und diese strahlenden, voller Energie, lebendigen Wesen. Und das steckt dort drinnen in dir. Wir dürfen nur lernen, es abzutragen. Und das war der Relax-Tag von heute. Und normal mache ich das nicht, aber heute ist eine ganz besondere Einladung, weil es so perfekt passt. Falls du dich auf diese Reise machen möchtest, guck mal in der Beschreibung, da ist ein Link zur Achtsamkeitsakademie. Das ist diese große Gemeinschaft, die sich genau dem verschrieben hat, sich tiefer kennenzulernen. Es ist schon alles schau vorbei, falls dich das berührt. Und ich wünsche dir ganz friedvolle und wundervolle Momente in der Stille. Das zu lernen ist das Wertvollste, was wir alle tun können. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Moment und wir beide sehen und hören uns. Bis bald. Tschüss.